den 3 kurzen Monaten, die auch noch über Weihnachten und mit Lockdown waren, hat sich eigentlich alles auf den Kopf gestellt, obwohl ich jetzt nicht jede Woche stundenlang investieren musste. Was es so hilfreich macht, ist die Kombination aus Business-Hilfe und ganz konkreten Ratschlägen und Tipps und Handwerkszeug und gleichzeitig Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Heidi Rabach. Ich bin dreifach Mutter und habe ein eigenes Business aufgebaut in den letzten 6 Jahren. Aber im letzten Jahr gemerkt, dass ich aus dem Thema rausgewachsen bin, dass ich eigentlich anderen Frauen helfen möchte, zu einem entspannten, pflegeleichten Essverhalten hinzukommen, stand komplett vor lauter Fragezeichen, weil daran auch so ein paar private Wünsche geknüpft waren. Ich wusste, das geht nur, wenn ich ein deutlich größeres Einkommen erziele. Und das hat natürlich noch extra Druck gemacht und stand im Grunde dann zwischen 2 Angeboten. Das eine war 2.000 Euro weniger. Und es war ganz klar, erst machen wir das, dann machen wir das, dann der nächste Schritt ist das und dann am Ende bist du ein hochpreisiger Coach. Schon der Gedanke daran hat mich innerlich leer gesaugt. Als ich dann mit Lea und Celia geredet habe, war das so ein, okay, es geht auch anders. Insbesondere, weil ich so viel mehr gekriegt habe, als was ich erhofft hatte. Ich wollte eigentlich, dass ich jetzt eine Anleitung kriege, wie ich das Business schnellstmöglich aufbaue. Aber stattdessen habe ich ja noch so die fehlenden Puzzleteile für mein eigenes Konzept gefunden. Habe gemerkt, wie in der kurzen Zeit dieser ganze Stress von mir abgefallen ist. Obwohl ich unglaublich viel geschafft habe. Meine erste Pilotgruppe gestartet und den ersten richtigen Kurs gestartet und ja, eine klare Linie. Ich weiß jetzt, was meine Schwerpunkte sind und lass mich jetzt nicht davon stressen, was es noch alles an Möglichkeiten gäbe. Und stattdessen ist es einfach so ein, ich muss mich davon nicht mehr stressen lassen. Und das ist eigentlich das Unbezahlbarste an der ganzen Sache, dass mein eigenes Konzept dadurch rund wurde und ich Klarheit gewonnen habe und gleichzeitig mit der Klarheit so viel Freiheit und Gelassenheit einziehen konnte. Ja, insofern könnte der Unterschied zwischen dem Start im November und dem Ende im Januar, Februar, könnte nicht gravierender sein. Vor dem Coaching mit Celia und Lea hat sich mein Business unglaublich verwirrend, komplex und voller Fragezeichen dargestellt. Es waren natürlich was ich gemacht habe, weil ich Spaß am Thema hatte und weil es meine Leidenschaft war, Frauen mit ihrem Essverhalten zu helfen. Aber gleichzeitig fühlte ich eine riesige Last und jede Menge Dinge, die ich eben machen muss, wenn ich den Frauen helfen will. Und nach dem Coaching ist es 180 Grad auf den Kopf gedreht. Ich mache das, worin ich gut bin und was ich gerne mache und habe sehr klare Prioritäten. Und mit diesen Prioritäten wird mehr abgedeckt, als ich vorher in der doppelten Zeit geschafft hätte. Und das ist mind-blowing.